Meditation 41, der Wille Gottes, betrifft die Lektionen 302 bis 308 des Werkes Ein Kurs in Wundern. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Jeschua. Ich komme heute, um mit euch weiter über Ein Kurs in Wundern zu sprechen. Während dieser Wochen hast du den Kurs studiert und ich bin sicher, dass viele Fragen aufkamen. Während du darum kämpfst, Antworten auf diese Fragen zu finden, erzeugst du ständig neue Fragen, noch eine und noch eine weitere. Ich bin sicher, dass es schwierig erscheint, wenn du mit diesem Kurs fortfährst, der, wie ich sagte, nicht etwas zu lernen ist und ich trotzdem darüber so oft als von etwas spreche, das du lernen musst. Wenn du daran denkst, bleibt tief in dir immer ein Nagen, ein Zweifeln. Darüber werde ich heute sprechen. Heute möchte ich mit dir über den Willen Gottes sprechen. Immer und immer wieder sagte ich, es gibt nur den Willen Gottes. Und dein Wille ist der Wille Gottes. Dein wahrer Wunsch ist, den Willen Gottes zu kennen und eins damit zu sein. Dieser Kurs hilft und zielt darauf ab, dir zu helfen, alle Blockaden aufzulösen, die dich von der Erkenntnis trennen, dass dein Wille und der Wille Gottes gleich sind. Ich spreche über den Willen Gottes als von etwas Absolutem. Ich sage, dass der Wille Gottes nicht verändert werden kann, denn Gott selbst verändert sich nicht. Es gibt nichts im Universum außer Gott. Es existiert kein Gegenpol mit dem Wunsch oder der Möglichkeit, das zu ändern, was Gott ist. Es gibt nur den Willen Gottes. Ich bleibe dabei zu sagen, dass dein Wille identisch mit dem Willen Gottes ist. Und was du in deiner Vergebung wählen wirst, wenn deine Wahrnehmung schließlich zur wahren Wahrnehmung wird, und dann vergeht, was du dann für dich wählen wirst, ist der Wille Gottes. Der nagende Zweifel, über den ich sprach, die Frage, die immer allein durch die Tatsache entsteht, dass du eine Frage stellst, ist diese: Was ist, wenn ich mit dem Willen Gottes nicht übereinstimme? Was ist, wenn ich Gottes Willen nicht tun will? Bin ich wirklich frei oder bin ich es nicht? Was ist, wenn ich einfach nur ich sein will? Was ist, wenn ich nicht aufhören will zu existieren und Gottes Wille mich dazu zwingt? Du verstehst, da bin ich sicher. Höre mir jetzt gut zu. Es gibt keine Trennung. Es gibt nur ein Selbst. Und dieses Selbst ist Gott. Bist du? Bin ich? Ist jeder Bruder? Ist die ganze Schöpfung? Du kannst Widerstand fühlen, dein Selbst zu verlieren, verloren zu gehen in der Weite des Willens Gottes. Diese Ängste entspringen nur deinem Ego. Sie basieren auf der winzigen, unbedeutenden Ansammlung von Gedanken, die du darüber hast, wer du bist und worauf du den Glauben gründest, dass du anders bist als Gott. Aber in Wahrheit bist du nicht anders. Jetzt werde ich mit dir über den Willen Gottes sprechen. Während ich jedoch spreche, kümmere dich nicht um die Fragen, die ich soeben erwähnte. Sie sind ohne Konsequenzen. Tatsächlich existieren sie nicht. Auf der Ebene deines wirklichen Selbstes existieren sie nicht. Der Wille Gottes ist kein Plan.
Der Wille Gottes ist kein Manuskript für Milliarden von Schauspielern mit zugewiesenen Rollen, die sie nach Gottes Entwurf ausleben müssen. Der Wille Gottes ist kein Oberhaupt, das konsultiert werden muss, bevor du irgendetwas tun darfst, um sicherzustellen, dass die Handlung in Harmonie mit diesem Führer ist. Der Wille Gottes ist Freiheit. Und das ist alles. In der Schöpfung erweiterte Gott sich selbst. Gott dehnte Bewusstheit aus. Aber die Ausdehnung verursachte keine Abspaltung, keine Trennung von. Du denkst auf dieser Erde, wenn du darüber nachsinnst, ein Kind zu gebären, an zwei getrennte Wesen, die individuell daran beteiligt sind. Wie du glaubst, vermischen sich zufällig zwei selbstständig rotierende, getrennte Willen zu einer neuen Form, die anders als deine eigene ist und getrennt von ihr. Dieses neue Leben tritt dann in deine Welt ein. Es wird ein anderes Wesen, das sogar von den ursprünglichen zwei getrennt und isoliert ist. Wenn du deshalb darüber nachdenkst, wie Gott in Form von Schöpfung Leben schenkt, denkst du dabei spontan an Trennung. Aber das ist nicht so. Schöpfung ist tatsächlich jenseits deines Verstehens. Innerhalb deines Denkens ist es dir unmöglich, das wahre Einssein von allem, was ist, zu verstehen. Deine wahre Wahrnehmung des Einsseins wird kommen, aber für eine so kurze Zeitspanne, dass sie gegangen sein wird, während du zum Wissen fliegen wirst. Dann wirst du verstehen. Doch für dein jetziges Verständnis ist Schöpfung die Ausdehnung von Gott selbst, ihm selbst, ihr selbst, ein Selbst. Die Schöpfung war die Ausdehnung Gottes formlos und dergestalt, dass es eine unendliche Anzahl von Facetten der Schöpfung geben könnte und auch tatsächlich gibt. Keine einzige ist auch nur eine Spur von einer anderen getrennt. Und das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist die Schöpfung von allem, was ist. Er ist die Unendlichkeit der Möglichkeiten, in der alles, was ist, erfahren werden kann. Es ist der Wille Gottes, dass in der ganzen Unendlichkeit von Möglichkeiten nicht eine einzige jemals von irgendeiner anderen getrennt sein könnte oder ist. In einem Körper, wie du dich selbst siehst und damit begrenzt, erscheint es dir, als wenn dir von einer Vielzahl von Quellen Aufgaben zugedacht worden sind, etwas zu tun oder etwas zu sein. Es wäre unmöglich, alles gleichzeitig zu schaffen. Tatsächlich machen die physischen Begrenzungen, die du dir vorstellst, dieses wirklich unmöglich. Der Wille Gottes beinhaltet keine Begrenzungen. Es gibt niemanden, der dir suggeriert, dir dein kleines derzeitiges Leben, in dem du deinen Glauben an Trennung ausagierst, nicht so vorzustellen. Es gibt niemanden, der dir anrät, dass du dir nicht gleichzeitig vorstellen kannst, ein anderes Leben zu spielen. Es gibt nichts, was die Anzahl von Lebenszeiten begrenzt, die du dir vielleicht vorstellen und erleben möchtest, alles
zur gleichen Zeit. Es gibt nichts, was die Anzahl von Lebenszeiten begrenzt, die du wählen könntest, dir vorzustellen und zu erleben, alles zu unterschiedlichen Zeiten. Es gibt nichts, was dich in deiner Vorstellung begrenzen könnte, dir dich selbst als physisch im Sinne eines Körpers oder physisch im Sinne eines Tieres oder eines Insektes oder eines Felsens oder einer Wolke oder des Windes vorzustellen. Es gibt nichts in Gottes Schöpfung, was dich begrenzen könnte, der Wind zu sein. Die Wolken, der Felsen, ein Tier, eine Person, zwei Personen, tausende von Personen, alle zur gleichen Zeit, alle zu unterschiedlichen Zeiten, alle am gleichen Ort, alle an unterschiedlichen Orten oder in irgendeiner Kombination von allem. Es existiert nichts, was dich jemals begrenzen könnte. Es gibt nichts in Gottes Schöpfung, was dich jemals begrenzen kann. Deine Wirklichkeit ist Geist. Deine Existenz ist geistig. Du bist Geist. Du erfährst geistig. Du erschaffst geistig. Es gibt nichts, was irgendeine Erfahrung für dich einschränken könnte, die Geist sich vorstellen kann, während du dir vielleicht zur gleichen Zeit die anderen verschiedenen Rollen der Trennung vorstellst, die ich vorhin erwähnte. Du, Geist, Sohn Gottes, ein Selbst, Teil von Gott selbst, hast keine Begrenzungen. Du könntest irgendetwas oder alles davon zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt tun. Höre mir jetzt aufmerksam zu. Genau das tust du. Es gibt keine Trennung und jede Lebenszeit, die du dir eventuell vorgestellt hast, in der Vergangenheit, dieser winzigen Gegenwart, der Zukunft, jede Lebenszeit als Tier, jede Lebenszeit als Verstorbener, jede Existenz als Geist, jeder Aufenthalt zwischen den Lebenszeiten als halbwacher Geist, dies alles tust du wirklich. Hast du getan, wirst du tun. Es ist alles gleich, denn es gibt keine Begrenzungen in der Welt des Geistes. Darum sage ich, du bist eins. Darum sagen Menschen, die über dein Einssein sprechen, du bist der Räuber, du bist die Person, die sich an ihren Besitz klammert, aus Angst beraubt zu werden. Du bist der Gefangene, du bist der Wärter, du bist der Liebhaber, männlich und weiblich, du bist das Kind, das Produkt dieser Liebe. Du bist das unerwünschte Kind dieser Liebe, abgetrieben, bevor eine Lebenszeit beginnt. Du bist der alte Mann, die alte Frau, zurückblickend und lächelnd angesichts ihrer Lebenszeit und die Erinnerungen genießend. Du bist der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang, gestern und morgen. Dies alles ist nichts anderes als du. Was bleibt, ist die Wirklichkeit, die du bist. Geist, schöpferischer, uneingeschränkter Geist, eins mit Gott. Wir sprechen darüber, diesen Kurs, der jenseits des Lernens ist, zu erlernen. Darüber,
dich zu dem Punkt zu bewegen, an dem dein Wille der Wille Gottes ist. Vielleicht kannst du jetzt in deinem Denken einen Schimmer des Verstehens davon, was ich meinte, empfangen. Aber vielleicht wirst du eher noch, wenn du deine Gedanken für einen Augenblick still sein lässt, an einem ruhigen Punkt in dir die Bewusstheit fühlen, dass du wahrhaftig dein Bruder bist. Ich sagte, dass Verletzung unmöglich ist. Es gibt nichts, was du deinem Bruder antun könntest, weil er nur dein Selbst ist. Es gibt nichts, was irgendein Bruder tun könnte, um dir zu schaden, denn er würde nur seinem Selbst schaden. Und das kann nicht sein, denn es gibt nur Geist. Und wie kann ein Gedanke einen Gedanken schädigen? Wenn du auf Ereignisse in deinem Leben zurückblickst und Schwierigkeiten dabei hast, dir vorzustellen, dass sie Gottes Wille sind, erkenne, dass das ganze Leben, wie du es siehst, eine gigantische Harmonie ist, in der du, in deinem unbeschränkten Einssein, diese Hunderte und Tausende, Millionen und Milliarden, tatsächlich Billionen über Billionen von anscheinend getrennten Existenzen auslebst, von denen tatsächlich keine jemals getrennt ist. Deshalb empfehle ich dir Folgendes. Wenn du deinen Körper betrachtest oder einen Umstand in deinem Leben und du findest etwas, das unerwünscht ist, versuche mit der Erkenntnis zu beginnen, zuerst in deinen Gedanken und dann auf der Ebene der Gefühle, dass es absolut deine Wahl und deshalb wünschenswert ist. Öffne dich dem, was du wünschst, und feiere es, denn nur dann kann es dir Freude bereiten. Wenn das für dich nicht machbar zu sein scheint, betrachte den deiner Meinung nach unerwünschten Umstand und sage: Ich bin Geist. In Wirklichkeit ist dieses, was ich sehe, ein Gedanke, projiziert auf eine imaginäre Welt. Das bin ich nicht. Es ist vielmehr ein Ausdruck meiner Kreativität, meiner uneingeschränkten Kreativität. Während es den Eindruck erweckt, als stelle ich mir etwas Unerwünschtes vor, kenne ich doch in genau diesem Moment eine unendliche Anzahl von anderen Erfahrungen im gesamten Spektrum, dazwischen und darüber hinaus. Drittens, versuche nicht, dich hinzusetzen und dahinter zu kommen. Versuche nicht, dazusitzen und es zu durchdenken. Versuche nicht, es so zu verstehen, dass du deinen Mitmenschen einen Vortrag halten und sie belehren könntest. Du kannst in deinem Denken nämlich nichts wissen, und außerdem kannst du niemand anderem etwas sagen. Höre einfach nur die Aussage, die ich darüber mache, was du bist und was der Wille Gottes ist. Erlaube beiden zu sein. Gestatte, deinem Geist so still zu sein, wie es dir möglich ist, und lasse sie sein. Denn in der Stille deiner eigenen Wahl wird eine Bewusstheit kommen, die über Worte hinausgeht, und du wirst tatsächlich sehen. Dieses Sehen wird die Schau des Christus sein. Wenn diese Schau dein wird, gilt das natürlich gleichermaßen für die gesamte Schöpfung.
wenn es auch so scheint, als ob sie allen anderen dieser vorgestellten Wesen stückweise und zu unterschiedlichen Zeiten gelangt. Das ist nicht so. Das Ganze ist gekommen und gegangen, wird sein und ist noch. Es ist ohne Bedeutung, obwohl es wahr ist, dass es eine bestimmte Zeit gibt, zu der alle zu wahrer Wahrnehmung und darüber hinaus zu Wissen weitergehen werden. All das wird kommen, denn in der Tat ist es schon gekommen, und doch wird es kommen. Ich spreche also über den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist dein Wissen in dir selbst, in deiner Freiheit, dass du Mitschöpfer Gottes bist. Und soweit, wie du das begreifen kannst, dein Wissen der vollkommenen Unbegrenztheit dessen, was du bist. Denn du bist so frei und so uneingeschränkt, dass du es wahrhaft noch nicht erfassen kannst. Seid alle gesegnet, das ist alles.